Das Johannes ist für mich ein Ensemble. Und es kann schon heute viel und es könnte noch viel mehr. Die Johanneskirche ist für mich ein extrem wichtiges Zentrum für Gemeinschaft, für Begegnung, für Menschen, die sich mit dem Glauben auseinandersetzen. Wir sind offen für die Menschen rundherum oder wollen das auch sein. Die Johanneskirche steht mitten im Quartier. Und das St. Johann-Quartier, das ist ein sehr spannendes Quartier. Es hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Es ist urban, dynamisch. Hier leben viele verschiedene Kulturen und es werden noch mehr Menschen in dieses Quartier hineinzügeln sozusagen. Mit dem Umbau Johannes wollen wir unsere Räume stärker als bisher ganz fokussiert daran ausrichten, dass wir als Menschen hier miteinander leben, den Glauben feiern und dass sich Menschen hier begegnen können. Und wir brauchen kleinere und werden kleinere Räume haben, wo erweiterte Wohnzimmer können sein, wo man sich kann treffen kann, auch mit einer ansprechenden, gastfreundlichen Atmosphäre, wo wir wirklich können miteinander ins Gespräch kommen, einander kennenlernen und so auch hören, was Menschen im Quartier beschäftigt und was sie umtreibt. Und dass wir nicht mehr nur bieten, sondern wirklich mit den Menschen zusammen aus dem Quartier können arbeiten. Durch das haben wir auch die Möglichkeit, so etwas wie eine House Church zum Beispiel aufzubauen, gemeinsames Wohnen, gemeinsames Feiern, verbinden. Für die jungen Erwachsenen ist für uns ein ganz wichtiges Ziel, dass sie immer mehr auch selbstständig Sachen übernehmen bei uns in der Kirchgemeinde. Und für das ist auch der Umbau grossartig, weil sie hier Räumlichkeiten bekommen, die wirklich auf sie zugeschnitten sind. Etwas, auf das ich mich sehr freue, ist, dass es alles aus der zentralen Piazza raus erschlossen sein. Ein bisschen erhoben, ein paar Tritte nur, quasi über dem Alltag ist man schon mal in diesem kleinen Pocketpark. Und von dort aus verteilt sich es. Einerseits Richtung Kaffeegarten, Richtung Gemeindezentrum, gegen links Richtung Kirchengebäude. Und so wird eigentlich aus dem zentralen Raum raus alles erschlossen. Wir haben einen wunderbaren Kirchensaal, wir haben einen super Saal für Grossevents unten. Und durch den Umbau wird das Ganze viel mehr zu einem Gesamtprojekt. Ganz viele verschiedene Veranstaltungen, ein bunter Blumenstrauß einerseits und andererseits bietet die Johanneskirche aber auch Raum für Stille, für Besinnung, für Gottesdienste feiern. Und das fasziniert mich sehr. Das, was man vorhat, hat ja zwei Teile. Das eine ist ein Sanierungsteil und das andere ist ein Aufwertungsteil. Und Sanierung hat zu tun mit dem, was man jetzt über Jahrzehnte zum Teil jetzt halt nicht gemacht hat. Und da ist halt vieles jetzt am Ende der Lebensdauer, muss erneuert werden. Darum ist es mit der Sanierung, aber auch mit dieser Aufwertung dann zu einem höheren Betrag gekommen, den man aber wieder relativieren muss, weil das ist eine Investition, die man jetzt nicht allbot macht, sondern das hebt jetzt wieder eine Generation. Also jetzt etwas in die Hand zu nehmen, für das es dann wirklich gemacht ist und auch wirklich lange auch wieder anhebt. Das macht irgendwie Sinn.